Ja, zu Lebzeiten stand er lange im Schatten seines berühmten Vaters. Später, als er tot war, dann in dem von Rosa Luxemburg. Er, das ist Karl Liebknecht, der morgen 150 Jahre alt geworden wäre. Und damit herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung mit dem Titel Karl Liebknecht, Nieder mit dem Krieg, Nieder mit der Regierung. Liebknecht wurde berühmt mit seinem Nein im Reichstag zu den kaiserlichen Kriegskrediten im Ersten Weltkrieg. Er war einer der Gründer des Spartakusbundes und spielte eine zentrale Rolle in der Revolution im November 1918. Am 15. Januar 1919 wurde er, genau wie Rosa Luxemburg, von rechtsextremen Freikorpssoldaten ermordet. Gleichwohl wird dieser Mann gnadenlos unterschätzt. Das sagt Klaus Gietinger, der heute Abend bei uns zu Gast ist und den ich ganz herzlich begrüßen möchte. Er ist uns aus Saarbrücken zugeschaltet. Hallo Klaus. Hallo, guten Abend, Marcel. Guten Abend. Ja, Klaus arbeitet als Sozialwissenschaftler, als Autor und Filmemacher. Und beruflich ist er das, was man neudeutsch vielleicht als Multitasker bezeichnen kann. Er hat Regie geführt beim Tatort und bei der Kindersendung Löwenzahn. Er hat verschiedene Sachbücher geschrieben, unter anderem über prominente Unfallopfer und auch Romane veröffentlicht, wovon einer den schönen Titel Karl Marx, Die Liebe und das Kapital trägt. Klaus war für den Deutschen Filmpreis und den Grimme-Preis nominiert und er hat den Hessischen Filmpreis erhalten, und zwar für einen Zeichentrickfilm. Und trotz aller Vielfältigkeit, die sich sozusagen durch seine berufliche Vita zieht, gibt es ein Thema, das in vielen Arbeiten immer wieder eine Rolle spielt. Und das ist die Revolution von 1918-19 und die Niederschlagung der revolutionären Bewegung. Hierzu hat er zahlreiche Bücher und Zeitschriftenartikel veröffentlicht. 1993 erschien beispielsweise sein Sachbuch Eine Leiche im Landwehrkanal, wo er die Ermordung Rosa Luxemburgs rekonstruierte. Und im Jahr 2009 folgte dann die Biografie von Waldemar Pabst, dem Mörder Luxemburgs. Und jetzt hat er ganz frisch im Berliner Dienstverlag ein Buch über Karl Liebknecht veröffentlicht. Und das wird er uns heute Abend präsentieren. Bevor Klaus loslegt, aber noch ein paar Worte zu der Veranstaltung und zum Ablauf. Diese Buchpräsentation ist ein Gemeinschaftsprojekt. Ausrichterin ist die Rosa-Luxemburg-Stiftung Hamburg. Sie findet aber in Kooperation mit den Rosa-Luxemburg-Stiftungen Thüringen, Saarland und Sachsen-Anhalt statt. Und gefördert wird die Veranstaltung durch die Landeszentrale für politische Bildung in Hamburg. Mein Name ist Marcel Bois, ich bin Historiker und ich werde ein bisschen durch den heutigen Abend leiten. Und damit erteile ich jetzt Klaus das Wort. Klaus hat eine kleine Präsentation mitgebracht, die er uns jetzt zu seinem Vortrag zeigen wird. Ja, guten Abend zusammen. Vielen Dank an die Rosa-Luxemburg-Stiftung und die unterstützenden Institutionen. Ja, es freut mich sehr, dass ich einen Tag vor seinem 150. Geburtstag auch mal was über Karl Liebknecht sagen darf. Ja, ich fange gleich an mit einem Klotz, mit einem Block. Ich weiß nicht, wie viele Leute wissen, wo der steht, ja. Und es ist wirklich ein Block, der ja fast ja, der eine Riesengeschichte erzählt, nämlich eine deutsche Geschichte. Es ist nämlich ein Sockel für ein Denkmal für Karl Liebknecht. Und der Sockel zeigt eigentlich auch, wie er unterschätzt ist, denn ist meines Wissens gibt es kein wirkliches Denkmal für Karl Liebknecht. Ja, dieser Sockel, der hat also auch eine Geschichte. Nämlich hier sehen wir in der Mitte einen Mann, den wahrscheinlich wenige kennen. Er ist sogar mal auf einer Briefmarke in der DDR erschienen und der heißt Friedrich Ebert. Denkt man sich, der sieht doch eigentlich anders aus, der Friedrich Ebert. Der sieht so aus, aber das ist sein Sohn. Ja. Und dieser Sohn, verrückterweise, war Oberbürgermeister von Ost-Berlin, also in der DDR. Ja, was hat der jetzt aber mit diesem Sockel zu tun?
Er hat ihn nämlich enthüllt am 80. Geburtstag von Karl Liebknecht am 13. August 1951. Ja, das ist auch ein interessantes Datum. Wie gesagt, der ist der Sohn von Friedrich Ebert, Fritz Ebert. Und zwar hatte der drei Söhne. Und der Friedrich Ebert war der einzige Überlebende im Ersten Weltkrieg. Die anderen beiden, die sind in dem vom Vater unterstützten Krieg zugrunde gegangen. Ja, genau 10 Jahre danach wurde die Berliner Mauer gebaut und der Sockel, der verwaiste. Man kann da jetzt ein bisschen suchen und wenn man genau hinguckt, findet man ihn auch mitten in den Sperranlagen. Ja, 1995 wurde er abgeräumt nach der Wende und 2003 wurde er wieder aufgebaut. Ist aber nach wie vor ein Torso. Und ich plädiere ja dafür, dass man da jetzt mal ein richtiges Denkmal draus macht. Ja, warum steht aber dieser Sockel genau da? Da war nämlich mal der Potsdamer Platz. Da müssen wir also in den Sommer 1916. Hier sehen wir das Ebenbild Gottes mit Gasmaske, wie es der Pazifist Ernst Friedrich in seinem Buch ausgedrückt hat. Und jetzt die, die ein bisschen empfindlich sind, die Augen zumachen. Hier sehen wir zwei Opfer des Ersten Weltkrieges. Die haben beide noch gelebt und mussten so weiterleben. Das ist also das Ebenbild Gottes mit Schusswunde. Und hier sehen wir Karl Liebknecht, wie er mit 45 Jahren zum Kriegsdienst in der kaiserlichen Armee eingezogen wurde und er plante eben im Jahr 1916 am 1. Mai eine Aktion. Das ist ein Originalflugblatt, was damals verteilt wurde. Wer gegen den Krieg ist, erscheint am 1. Mai abends um 8 Uhr. Ja, und es kamen etwa 10.000 Menschen und Liebknecht rief nieder mit dem Krieg, nieder mit der Regierung und wurde sofort verhaftet. Ja, diese 8 Worte, die haben ihm 4 Jahre Zuchthaus eingebracht, nämlich für jedes Wort ein halbes Jahr Zuchthaus. Hier sehen Sie zwei Männer, die sind auch relativ unbekannt. Das sind die revolutionären Obleute, also zwei Vertreter der revolutionären Obleute. Das eine ist Richard Müller, das andere Emil Barth. Und die hatten, das waren illegale Betriebsräte, die waren gut vernetzt, organisierten schon während des Prozesses in wenigen Tagen einen Streik in Berlin. Und schon am ersten Tag haben sich da 55.000 Arbeiter und Arbeiterinnen beteiligt und am nächsten waren sogar 75.000 Metallarbeiter in Berlin. Also es konnte natürlich nicht verhindert werden, dass er trotzdem verurteilt wird, aber das war schon ein Fingerzeig, ja, dass man sich nicht alles gefallen lässt. Ja, wer war aber dieser Mann, der da am 1. Mai mutig nieder mit dem Krieg, nieder mit der Regierung gerufen hat? Das ist sein Geburtshaus, das steht noch in Leipzig, das ist inzwischen aber etwas rausgeputzt und sieht auch schöner aus. Ganz rechts sehen wir den Karl Liebknecht mit seinen Geschwistern. Und das ist der Vater, Wilhelm Liebknecht, der natürlich die SPD mitgegründet hat. Ein berühmter Vater. Und das sind die Überväter, nämlich die Taufpaten von Karl Liebknecht. Die waren auch nicht zimperlich. Die haben seinen Vater des Öfteren als Esel bezeichnet oder als Vogelscheuche. Sie brauchten ihn aber, um den Kontakt zur SPD zu halten. Und sie haben letztlich doch viel von ihm gehalten. Aber die sind halt mit allen Genossen, Freunden und Feinden nicht sehr zimperlich umgesprungen. Ja, was war in diesem Jahr, als der Karl geboren wurde? Es gab im Januar im Spiegelsaal von Versailles komischerweise die Kaiserproklamation des Deutschen Reiches und ein knappes Jahr vorher gab es den Deutsch-Französischen Krieg. Hier sehen wir die Schlacht am Spicherer Berg bei Saarbrücken
hier mit einem Kitschgemälde, was also das alles verherrlicht. Dieses Gemälde ist jetzt vor kurzem wieder restauriert worden und im Historischen Museum Saarbrücken ausgestellt und es hat zu heftigen Kontroversen geführt, aber unser Außenminister hat die Schirmherrschaft über dieses Gemälde und die Ausstellung übernommen. Ja, was ist noch passiert? Wenige Wochen vor seiner Geburt war die Pariser Kommune der erste Versuch, wie Marx und Engels sagten, einer Diktatur des Proletariats, erster Versuch des Sozialismus. Der wurde natürlich niederkartätscht, die Kommune wurde füsiliert, es gab bis zu 20.000 Opfer. Ja, sein Vater Wilhelm Liebknecht und August Bebel, beide eben Gründer auch der SPD, sprachen sich im Norddeutschen Reichstag gegen diesen Krieg aus und sie waren für die Pariser Kommune. Das Ergebnis, sie bekamen beide Festungshaft wegen Hochverrates. Ja, das Deutsche Reich, das wuchs dann aus Preußen, Bayern und ein paar anderen Staaten dann ziemlich groß. Es entwickelt sich eine neue Großmacht, die auch bald mehr sein will als eine Großmacht. Hier sehen wir die Familie Liebknecht in der Mitte, Karl. Die haben auch in relativ ärmlichen Verhältnissen gelebt. Auch der Vater ist ein paar Mal ausgewiesen worden, war dann in London, kam dann zurück nach Preußen, wurde dann ausgewiesen nach Sachsen und da wurde dann auch, glaube ich, ausgewiesen. Ja, und nicht anders ging es vielen anderen Familien im Deutschen Reich. Sie lebten auch ärmlich, wie hier diese Schumacher-Familie. Ja, Karl, kann man sagen, sah richtig gut aus und 1890 wird es ihm ermöglicht, dass er studieren kann. Also der Vater hat sich da wohl eingesetzt. Nicht nur Liebknecht studiert, sondern auch die Wirtschaft expandiert. Und nicht nur die Wirtschaft, sondern auch das Militär. Und diese Großmacht macht sich jetzt auf die Suche nach dem Platz an der Sonne, will also Weltpolitik betreiben, letztlich sogar Weltherrschaft anstreben. Hier haben wir den Kaiser mit seinen vielen Söhnen. Ist auch interessant, dass also der eine da, der dann jetzt heute immer noch eine Rolle spielt, der dann für die Nazis gearbeitet hat, der ist hier auch der zweite von links zu sehen und man sieht auch auf seinem Puschelhelm, da hat er schon den Totenkopf, also nicht erst die SS hat den Totenkopf da schon mit sich rumgetragen. Ja, Karl macht seinen Militärdienst, schreibt seine Dissertation und macht eine Anwaltspraxis mit seinem älteren Bruder Theodor auf, ist SPD-Mitglied und er verteidigt Genossen und auch Russen, die vom Zarismus verfolgt werden. 1900 heiratet er Julia Paradies, auch ein toller Name, eine sehr hübsche junge Frau. Und es ist aber wohl so gewesen, dass die sich nicht so gut verstanden haben. Er war natürlich auch ständig unterwegs als Anwalt und als Politiker. Ja, die Ehe muss wahrscheinlich nicht sehr glücklich gewesen sein. Trotzdem sind also da drei Kinder hervorgegangen. Der Sohn Robert zum Beispiel, der wurde dann auch ein ziemlich bekannter Maler, ein sehr guter Maler. Parallel sieht man, was da so alles passiert ist. Das Deutsche Reich hat natürlich auch Kolonien erobert, in Anführungszeichen. Und wie wir alle wissen, kam es dann auch schon 1904 zum Völkermord an den Herero und Nama, der ja immer noch heute eine große Rolle spielt, weil da nicht die richtigen Leute dafür entschädigt werden. Ja, dann im Jahr 1907 bringt er eine seiner wichtigsten Schriften raus, Militarismus und Antimilitarismus. Ein wichtiger Satz daraus ist, wer die Jugend hat, hat die Armee. Das klingt heute wie eine Binsenweisheit, aber wenn man sich mal so anguckt, was da so alles rumgegeistert ist in dieser Zeit, da wurde also von klein auf militarisiert und das Soldatentum hochgehalten. Ja, und Liebknecht macht sich aber selbst in der Partei SPD nicht besonders beliebt damit. Er stellt immer wieder Anträge, die werden immer wieder abgelehnt. Und der Widerstand innerhalb der Partei geht auch von Bebel aus, der inzwischen natürlich um die Partei fürchtet, die sich ja
sehr konsolidiert hat und bürokratisiert hat und auch verbürgerlicht und verpreußt langsam. Und ja, im gleichen Jahr 1907 erwächst ihm wirklich ein Feind in der eigenen Partei. Das ist der damals noch relativ junge Gustav Noske, der sagt bei seiner Jungfernrede, dass es unsere verdammte Pflicht und Schuldigkeit ist, dafür zu sorgen, dass das deutsche Volk nicht von irgendjemand anderen an die Wand gedrückt wird. Also das sagt er in seiner Jungfernrede 1907 im Reichstag. Wenn ein solcher Versuch gemacht werden sollte, dann würden wir uns selbstverständlich mit ebenso großer Entschiedenheit wehren, wie das nur irgendeiner der Herren auf der rechten Seite des Hauses tun kann. Ja. Also er spricht hier nicht von den Arbeitern, sondern vom deutschen Volk und er solidarisiert sich sozusagen mit den rechten Herren auf der rechten Seite. Ja, da gab es auch satirische Zeitungen, so Zeitschriften, so eine wie die Titanic zum Beispiel. Und die haben dann gleich nach seiner Jungfernrede gedichtet: Lasst euch nicht verdrießen, denn wir wissen absolut, Noske, der wird schießen. Ja, diese Schrift von 1907 bringt ihm auch sofort eine Anklage wegen Hochverrates ein, denn der Staat und insbesondere der Kriegsminister, von einem hieß der, die fühlten sich angegriffen. Ja, wir erinnern uns, der Vater und Bebel wurden auch 1871, also zur Geburt von Sohn Liebknecht, auch wegen Hochverrat angeklagt. Und beide auch, obwohl sie Abgeordnete waren. Und auch er wird, obwohl er Abgeordneter ist, des Hochverrates angeklagt. Hier sehen wir eine Briefmarke von August Bebel aus der BRD. Ja, und was macht Bebel? Er ist Zeuge der Verteidigung und er geißelt vor Gericht den Antimilitarismus von Liebknecht, springt ihm also nicht besonders bei. Da sieht man schon, da hat sich ein Konfliktpotenzial zwischen den beiden, zwischen ihm und der Partei aufgemacht. Und die Partei scheint da Bebel wichtiger. Es ist die Frage, ist er nicht auch verpreußt? Ja, und er schreibt wenige Jahre später an Karl Kautsky: In dem jungen Mann habe ich mich gründlich getäuscht. Die Arbeiterklasse fühlt sich aber nicht getäuscht von Liebknecht. Wir sehen ihn hier nach seinem Urteil in Leipzig vor dem Reichsgericht, wie ihn tatsächlich die Massen als Helden feiern. Und Liebknecht wird mehrfach gewählt, nämlich in die Stadtverordnetenversammlung von Berlin. Und trotz des Drei-Klassen-Wahlrechts, was also die unteren Schichten überhaupt nicht, denen eigentlich keine Chance in der Wahl gibt, trotz dieses Drei-Klassen-Wahlrechts wird er 1908 ins preußische Abgeordnetenhaus gewählt. Und 1912, nach zwei ergebnislosen Versuchen, wo er immer nur knapp gescheitert ist, erobert er den Kaiserwahlkreis Potsdam, weil da saß der Kaiser mit seiner Familie. Und das war ein großer Triumph für ihn. Allerdings seine Frau, von der er sich immer mehr entfremdet hat, die stirbt 1910 bei einer Gallenoperation mit 38 Jahren. Und Liebknecht, ein Jahr später, heiratet er seine langjährige Geliebte Sophie Rüss, ursprünglich eine Russin, die auch eine Dissertation geschrieben hat, die also studiert hat in der Schweiz. Und über seine Russenkontakte hat er sich da auch in Sophie Rüss verliebt. Und die drei Kinder von Julia und Karl, die müssen das auch ziemlich schnell akzeptieren. Auf dem Bild sehen wir, so glücklich sieht jetzt auch diese Familie jetzt nicht gerade aus. Aber die Ehe zwischen den beiden war wohl wesentlich besser als die davor. Ja, jetzt springen wir ins Jahr 1913. Das ist ein Mann, der auch kaum noch bekannt ist. Das ist Gustav Bauer, ein Gewerkschaftsführer. Und der hat da eine Rede gehalten, von der er wusste, dass da Spitzel im Publikum sitzen. Die Kriegsfrage ist kein prinzipielles, sondern ein taktisches Problem. Es gilt für das Proletariat der einzelnen Länder abzuwägen, ob der Krieg Vorteile bringen könne oder nicht. Und danach
ist, ihr Verhalten einzurichten. Damit hat er ja offensichtlich diesen Spitzeln klar gemacht, die SPD wird da, oder die Führung wenigstens, wird da nicht mehr zurückstehen, wenn es zum Krieg kommt. Den hat Karl schon 1912 vorhergesagt, aber es wird erst richtig knifflig, als der österreichische Thronfolger und seine Frau ermordet werden in Sarajevo. Österreich stellt ein unannehmbares Ultimatum an Serbien und die Massen in Deutschland und auch ganz viele von der SPD, also gerade aus der SPD, aus der Arbeiterschaft, die protestieren gegen die Kriegsgefahr. Aber der deutsche Kanzler Bethmann Hollweg, der versucht jetzt Vabon zu spielen und drängt Österreich zum Krieg. Er weiß, die Serben, die sind verbündet mit, er drängt also zum Krieg gegen Serbien und er weiß, die Serben sind verbündet mit Russland und Russland wird vermutlich eingreifen. Hier haben wir ihn in der Generalsuniform. Er hat übrigens auch mal zum Kriegsminister gesagt, er soll jetzt nicht immer gegen den Liebknecht vorgehen, weil er würde verhindern, dass die SPD sich weiter verbürgerlicht, wenn er da den Liebknecht so ins Visier nimmt. Ja, aber an die SPD schreibt er, wenn Russland eingreife, müsse auch Deutschland eingreifen und er lädt also die Führung der SPD in die Reichskanzlei ein, die sind also bauchgepinselt und die Führung antwortet, gerade aus dem Wunsch heraus, den Frieden zu dienen, seien keine Streikaktionen oder Ähnliches geplant. Ja, da zeigt sich schon, obwohl die Massen zögerlich resigniert und nicht kriegsbegeistert sind, insbesondere die Arbeiterschaft, zeigt sich schon, dass die Parteiführung und die Fraktionen einen Schwenk vollziehen werden. Und nicht der Kapitalismus ist jetzt der Feind, sondern auch Russland, gegen den natürlich auch Liebknecht immer geschimpft hat, gegen den Zarismus. Ja, aber das Angebot der französischen Gewerkschaften zum gemeinsamen Streik wird abgelehnt. Und es kommt im August 1914 zur Zustimmung zu den Kriegskrediten. Ja, sowohl Luxemburg als auch Liebknecht sind entsetzt. Es gibt keine Massenstreiks und Frau Luxemburg bekommt einen Schreikrampf. Das ist übrigens auch das erste Mal, dass die zwei dann sozusagen als Arbeitspaar zusammenkommen. Denn vorher haben sie sich offensichtlich auch nicht so sonderlich gemocht oder sind nicht irgendwie zusammengekommen. Auf jeden Fall ab da arbeiten sie ständig zusammen. Und nochmal zurück, wer die Jugend hat, hat die Armee, aber die Armee hatte hier die Jugend. Und im Dezember 1914 stimmt Liebknecht als einziger gegen die Kriegskredite. Im August ist ja der Krieg losgegangen, der Weltkrieg. Da hat er noch zugestimmt am 4. August aus Fraktionsdisziplin. Aber im Dezember ist er der Einzige, der dagegen stimmt. Und es werden aber immer mehr innerhalb der SPD, die dann nach und nach dagegen stimmen. Er wird natürlich sofort eingezogen, darf da sich politisch nicht mehr betätigen. Aber er darf im Reichstag immer noch reden. Hier sehen wir ihn mit der Schubkarre als Schipper. Das war so eine Art Bausoldat, die also kein Gewehr hatten. Er wurde aber oft in Frontnähe auch eingesetzt und er hat ganz klar gesagt, ich werde nicht schießen, auch wenn sie mich füsilieren. Halte ich schon für recht heldenhaft. Ja, 1916 fliegen jetzt die Kriegsgegner aus der Fraktion der SPD, dann aus der Partei. Man sieht hier Haase. Liebknecht, Luxemburg war natürlich nicht im Reichstag und Frauen durften ja noch nicht gewählt werden. Die gründen jetzt eine eigene Partei, die USPD. Da schließt sich eben der kurz zuvor gegründete Spartakusbund, der schließt sich als linker Flügel auch noch dieser USPD an, der unabhängigen Sozialdemokratie. Aber es gibt natürlich immer noch die MSPD, also die Mehrheitler. Und die USPD ist sehr disparat, da ist auch Karl Kautsky und Eduard Bernstein links, der ja als Revisionist galt, aber
diese USPD wird durch die Kriegsgegnerschaft zusammengehalten. Und es ist nicht so, wie immer behauptet wird. Auch Hans Kellerhoff hat vor kurzem in einem Artikel wieder behauptet, da wären jetzt die Reformisten und die Sozialisten getrennt. Das stimmt so nicht. Das waren die Gegner des Krieges und die Befürworter. Ja, hier haben wir wieder die revolutionären Obleute. Die haben tatsächlich sehr guten Einfluss gehabt und die organisieren jetzt immer mehr Massenstreiks auch gegen den Krieg. Und 1918 im Januar sind 1 Million an diesen Streiks beteiligt. Die werden natürlich immer zerschlagen und die Anführer werden an die Front geschickt. Übrigens auch denunziert von Gewerkschafts- und SPD-Führern. Dann springen wir ins Jahr 1918. Der Krieg ist über 4 Jahre alt. Die oberste Heeresleitung, nachdem die Bolschewiki einen Gewaltfrieden akzeptieren müssen, werfen jetzt die Truppen in den Westen und wollen auch die Amerikaner, die inzwischen auch in den Krieg eingetreten sind, aus Frankreich rauswerfen. Das gelingt aber nicht. Hunderttausende junger Männer sterben. Und jetzt ist auch der obersten Heeresleitung klar, dass sie den Krieg verloren hat. Und jetzt will man sozusagen demokratisieren und bittet Bürgerliche und SPD in die Regierung einzutreten. Natürlich mit einem Hintergedanken, um ihnen dann den Verlust des Krieges anzuhängen. Das war ja die sogenannte Durchstoßlegende. Ja, Ende Oktober wird also Liebknecht aus dem Gefängnis entlassen. Scheidemann von der SPD sagt, der ist im Gefängnis gefährlicher, als wenn wir ihn rauslassen. Dort am Bahnhof gibt es einen triumphalen Empfang für ihn und er schlägt den revolutionären Obleuten vor, dass man Spartakus und die Obleute jetzt endlich losschlagen. Aber die Obleute sind sich nicht sicher und bremsen und verschieben permanent die Revolution. Da gibt es also wirklich sehr interessante Tagebucheintragungen von ihm, wo er immer sagt, wir müssen jetzt Aktionen machen und die dann immer widersprechen und sagen, nein, das geht jetzt nicht, jetzt geht es auch nicht und es geht nicht. Das ist übrigens in dem Band dann hinten drin, seine Tagebucheintragungen. Ja, und selbst als dann in Kiel der Matrosenaufstand ausbricht, selbst da wollen die revolutionären Obleute immer noch nicht losschlagen. Sie nennen das Handeln von Liebknecht Revolutionsgymnastik. Und statt den Aufstandstermin auf den 4. November zu legen, wird er auf den 11. November gelegt. Und da gibt es eine sehr interessante Eintragung ins Tagebuch von Liebknecht. Er schreibt nämlich, die Regierungssozialisten werden uns sicher noch zuvorkommen und uns vor der Geschichte und uns selbst in alle Ewigkeit blamieren, was ja dann auch eingetreten ist. Ja, 9. November, auch in Berlin ist jetzt Revolution. Tatsächlich haben also auch Spartakus und die Obleute die Revolution ausgelöst, auch in Berlin. Also das war nicht spontan, das wird immer so erzählt, die sind dann alle so spontan auf die Straße, das war wirklich auch organisiert. Also spontan und organisiert. Ja, und es bilden sich jetzt Arbeiter- und Soldatenräte. Der Kaiser haut ab nach Holland und die Kasernen werden übernommen. Es gibt so gut wie keine Blutverluste. Aber die Regierungssozialisten handeln ganz schnell, denn Ebert sagt, die Firma muss erhalten bleiben. Er will ja sogar die Monarchie erhalten. Und Max von Baden übergibt Ebert die Kanzlerschaft. Der Baden verschwindet. Und wer kommt, ist Gröner, der Chef der obersten Heeresleitung inzwischen. Und der schließt einen Pakt mit Ebert, dass sie die Revolution bekämpfen wollen. Ja, und ab da ist es so, wie der Hase dem Igel rennen, Liebknecht, Spartakus und die Obleute den Aktionen Eberts und der Militärs hinterher. Es hat natürlich auch damit zu tun, dass ganz viele von diesen Arbeiter- und Soldatenräte sich mit einer Nationalversammlung zu Frieden geben wollten. Ja, dann wieder ein Sprung, Silvester 1918-19. Jetzt glauben beide auch, sie müssten die KPD gründen. Luxemburg selbst sagt, sie hätte lieber die Partei Sozialistische Partei genannt.
Ja, aber gegen beider Willen sprechen sich viele Radikale, unter anderem auch die Radikalen aus Bremen, gegen eine Wahlbeteiligung aus. Die KPD ist am Anfang wirklich eine Splitterpartei. Aber auch ganz wichtig, ohne die Bolschewiki zu erwähnen, wird im Programm gesagt, dass es keinen Terror geben darf. Das ist also eindeutig gegen die Bolschewiki gewandt und das wäre fast gestrichen worden. Da hat sich aber Luxemburg durchgesetzt und sie war dann mit den Nerven ziemlich fertig am Schluss von dieser Gründungsversammlung. Ja, dann kommen wir zum Januar 1919. Die letzte Bastion der Linken, der USPD-Polizeipräsident Emil Eichhorn, wird von der SPD-Regierung abgesetzt. Er weigert sich, aber es wird hier dann zu Demonstrationen aufgerufen und die sind diesmal mehr bewaffnet als am 9. November. Es kommt zu unerwarteten, richtigen Hunderttausenden, die da auf die Straße gehen. Und es gibt auch Zeitungsbesetzungen. Hauptziel ist der Vorwärts, also die SPD-Zeitung, die dann im Jahr 1916 ist, sind die Linken da rausgeworfen worden und sie hat Kriegspolitik betrieben. Ja, und jetzt erklärt Liebknecht die Regierung für abgesetzt. Er war da nicht allein in diesem Revolutionsausschuss, da waren ganz viele USPDler drin. Die Chefs der revolutionären Obleute haben sich dagegen ausgesprochen. Ja, und so entsteht dann der Januaraufstand. Aber Luxemburg und Liebknecht sind da jetzt nicht zur Führung geboren, muss man echt sagen. Rosa Luxemburg macht natürlich überhaupt nicht mit, sondern schreibt nur Artikel. Sie schwankt ständig hin und her, was man machen soll. Liebknecht aber versucht, wirklich Revolution zu machen. Aber es gelingt ihm nicht. Es ist ziemlich chaotisch, was er da macht. Und währenddessen bereiten Hauptmann Pabst und Gustav Noske, der inzwischen der Chef des Militärs, also der oberste Befehlshaber ist, die bereiten in Dahlem den Gegenschlag vor. Hier haben wir den Hauptmann Pabst und Noske. Und der sagt seine berühmten Worte, einer muss der Bluthund werden. Ja. Dann sammeln sich die Freikorps, die sich schon viel früher gesammelt haben. Das sind zusammengestellte ehemalige kaiserliche Truppen, in denen sehr viele Offiziere selbstständig handeln. Aber sie sind von der Regierung angeheuert und der Oberbefehl ist auch eben bei einem Sozialdemokraten. Und die Regierung, die schreibt unten unterstrichen, die Stunde der Abrechnung naht. Also da wird nicht mit Worten gespart. Ja, dann werden die aus dem Vorwärtshaus, das ist das Vorwärtshaus, mit Artillerie rausgeschossen und es werden die ersten Menschen ermordet, die also verhandeln wollten. Das ist derjenige, der es befohlen hat. Interessanterweise soll der also aus einem jüdischen Hause gekommen sein und der wurde dann später zum Ehrenarier erklärt, weil er eben als Offizier da die Leute hat ermorden lassen. Ja, was passiert mit den beiden? Die missachten jede Regel der Konspiration und bleiben in der Stadt, bleiben auch zusammen. Die werden aufgestöbert, werden gefangen genommen und ins Eden-Hotel gebracht, wo jetzt schon Pabst mit seinen Offizieren residiert. Und er beschließt sofort, sie ermorden zu lassen. Später hat er dann noch in seinem Nachlass und unter Zeugen gesagt, er habe vorher mit Noske telefoniert und der habe sozusagen sein Okay gegeben. Er habe zwar nicht den Befehl gegeben, aber er habe gesagt, er müsse selbst verantworten, was zu tun sei. Das wird immer wieder kritisiert, der Papst würde lügen, aber ich habe es in seinem Nachlass gefunden, also ich zweifle da nicht dran. Ja, Liebknecht wird in den dunklen Tiergarten gefahren und erschossen von dem Kapitänleutnant Horst von Pflugk-Hartung, von dem Oberleutnant zur See Ulrich von Rittgen, dem Leutnant der Reserve Rudolf Liebmann und dem Leutnant zur See Heinrich Stiege. Ja, hier ist eine Zeichnung der KPD, das Rote Kreuz, das ist Liebknecht, das rote Fahrzeug von oben, da haben sie eine Panne markiert und haben ihn ein Stück geführt und sind dann zurückgegangen und haben ihn erschossen.
Es gibt zwar einen Prozess, aber die eigenen Kameraden sitzen da über die Mörder. Und Stiege sagt dann noch vor Gericht, na, auf die Frage, wohin haben Sie gezielt? Auf den Körper, vielleicht auf das Kreuz, wenn man davon sprechen kann. Sie werden freigesprochen und es gibt nur zwei, die geringe Strafen bekommen der eine, das war der Runge, der hat also beiden mit dem Kolben noch eins mitgegeben. Und der Hauptmann, der Oberleutnant Vogel, der hat die Leiche Rosa Luxemburgs in den Landwehrkanal werfen lassen. Ja, das ist von Käthe Kollwitz, ein Holzschnitt. Und es gab 1988 dann tatsächlich auch mal ein Denkmal an der Stelle, wo er erschossen wurde. Das ist ein Bild von seinem Sohn Robert. Ich finde es sehr schön. Ja, was bleibt jetzt von Liebknecht? Man kann sagen, es gibt ein paar Briefmarken, alle aus der DDR. Von der Luxemburg gibt es ja eine sehr umstrittene Briefmarke aus dem Jahr 1974, wo also ganz viele Leute die Briefmarke zurückgegeben haben. Von Liebknecht gibt es natürlich keine Briefmarke, auch nicht zu seinem 150. Geburtstag. Der wird totgeschwiegen. Ja, aber es bleiben nicht nur die Briefmarken, sondern er war ein entschiedener Gegner von Krieg, Kapital und Rüstung. Das ist ganz, ganz wichtig. Seine Vorschläge zur Demokratisierung von Militär, Wirtschaft und Verwaltung, sein Kampf für Gesellschaft und Frieden, für Gesellschaftung und Frieden sind aktueller denn je. Ja, denn Deutschland zählt zu den größten Rüstungsproduzenten und Exporteuren der Welt, also Rüstungsexporteuren. Und es hat inzwischen wieder Angriffskriege geführt, das wissen Sie alle, und lernt nicht aus dem Desaster in Afghanistan. Sie sehen hier einen französischen Flugzeugträger. Unsere Verteidigungsministerin möchte ja, dass also ein deutsch-französischer Flugzeugträger gebaut wird. Und inzwischen ist auch schon ein Kanonenboot Richtung China geschickt worden. Also es wird hier wieder imperialistische Politik versucht, auf relativ kleinem Niveau noch, aber in Verbindung mit der NATO natürlich auf hohem Niveau. Ja, und es drohen auch wieder NATO-Kriege gegen Russland und China. Es geht dabei natürlich auch um Rohstoffe, zum Beispiel in der Arktis und im südchinesischen Meer. Das sind die seltenen Erden, die man für diese Mist-Elektroautos braucht. Ja, und nach wie vor gilt natürlich, der Feind steht im eigenen Land. Das gilt heute wie damals. Und noch eine kleine Geschichte vielleicht. Der SV Babelsberg 03 aus der dritten Liga hat vor ein paar Tagen gegen Greuther Fürth aus der ersten Liga im Pokal gewonnen. Jetzt fragt man sich, was hat es mit Liebknecht zu tun? Ich habe hier ein Foto von den Fans von Babelsberg und man sieht, sie haben Liebknecht auf ihren Bannern. Ja, damit erstmal Schluss und wie gesagt, gestern ist das Buch rausgekommen, da habe ich die Einleitung geschrieben und die Texte rausgesucht von Liebknecht und die sind wirklich, finde ich, sehr gut zu lesen, gerade seine Geschichten über den Antimilitarismus und seine Versuche, da die Novemberrevolution loszutreten, finde ich äußerst aktuell und sehr interessant. Ja, dann erstmal vielen Dank.